Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass wir zumindest über YouTube unseren Bibelabend Bibel im Gespräch haben können. Das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt, das ist schade, weil wir uns so ja nicht sehen. Aber zumindest können wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und heute sind die Himmelreichsgleichnisse dran. Die Himmelreichsgleichnisse hat Jesus den Jüngern gegeben, eigentlich allen denen, die ihn hören, nicht zur Verdeutlichung. Also er benutzt Gleichnisse nicht, um etwas zu verdeutlichen, sondern er benutzt die Gleichnisse, speziell die Himmelreichsgleichnisse, um etwas zu verhüllen. Denn die Himmelreichsgleichnisse sind eigentlich schon Gericht an seinen Zuhörern. Ich erinnere euch mal einfach dran, woraus die Himmelreichsgleichnisse bestehen. Da gibt es einmal das vierfache Ackerfeld. Da gibt es das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Da gibt es das Gleichnis vom Senfkorn. Das Gleichnis vom Sauerteig. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Das Gleichnis von einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Das Gleichnis vom Netz im Meer. Das Gleichnis von einem König, der mit seinen Knechten rechtet, und das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das Gleichnis vom König, der seinem Sohn Hochzeit machen wollte, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Diese 10 Gleichnisse, man sagt immer 10 Himmelreichsgleichnisse, wir sehen später noch, dass das eigentlich 12 Himmelreichsgleichnisse sind. Aber diese Himmelreichsgleichnisse hat Jesus den Zuhörern gegeben, die ihm zugehört haben, um, wie schon gesagt, um etwas zu verhüllen, nicht um etwas zu verdeutlichen, so wie man ein Beispiel nimmt, um irgendeinen Gedanken oder einen Sachverhalt zu verdeutlichen, sondern Jesus hat das als ein Gericht angesehen. In Matthäus 13, Vers 13 steht, darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt. Und ihre Ohren hören übel und mit ihren Augen und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermal einst mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Das ist eine harte Rede, die Jesus da tut. Denn Jesus sagt hier deutlich, dass er mit ihnen durch Gleichnisse redet, damit sie nicht verstehen. Er sagt, sie verstehen ohnehin nicht, sie hören übel, sie hören böse. Und deswegen redet er zu ihnen nur noch durch Gleichnisse. Er sagt den Jüngern später, dass ihnen gegeben ist, das zu verstehen. Aber denen, die draußen sind, ist das nicht gegeben, zu verstehen. Das ist bis heute so. Und das, was damals die Juden angegangen hat, das geht in gleicher Weise heute uns Christen an. Denn auch uns sind diese Gleichnisse gegeben. Und auch von uns ist die Frage, ob wir hören, ob wir verstehen, ob wir glauben und ob wir nachfolgen. Wir Christen. Denn die Christenheit ist in einer sehr desolaten und sehr beklagenswerten Situation und in einem schlechten Zustand geistlich. Viele schlafen, viele sind nur mit sich selber beschäftigt, viele machen selbst ausgewählten Gottesdienst. Bei vielen Predigten sind die Formen, die Einleitung und die Verpackung wichtiger als der Inhalt. Und das ist sehr schade. Wir müssen zurück zum Wort Gottes und uns immer wieder auf dieses Wort Gottes auch beziehen, weil dort allein ist Wahrheit und dort allein ist das Leben in diesem Wort Gottes, was uns Jesus gegeben hat. Was wir hier tun wollen, ist nicht nur die Himmelreichsgleichnisse ansehen in ihren Strukturen und in ihrem Aufbau, das machen wir auch. Wir wollen uns auch die Bedeutung einzelner Himmelreichsgleichnisse anschauen, die zum Teil sehr geheimnisvoll ist. Aber wir wollen auch die Himmelreichsgleichnisse in Beziehung zueinander setzen. Wir wollen die Himmelreichsgleichnisse
deswegen in Beziehung zueinander setzen, weil Jesus hier einen ganzen Strauß von Aussagen macht in diesen 12 Gleichnissen, die einen Überblick über die komplette Heilsgeschichte geben. Ja? Jesus hat nicht nur irgendwelche Beispiele da genannt. Er hat nicht nur irgendwas rausgenommen aus dem Heilsplan Gottes, sondern das hat Struktur, das hat Aufbau, das hat Ordnung. Und das ist immer schön zu sehen in der Bibel, dass die Bibel hochakkurat ist und didaktisch sehr weise. Das ist eine göttliche Didaktik, die wir in der Bibel finden. Und wir tun immer gut daran, uns eng an dieses Wort zu halten und diesem Wort auch Glauben und Vertrauen entgegenzubringen. Denn das ist Gottes Wort. Und das ist in vielem sehr viel tiefer, als man das vielleicht annimmt. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich erst die Evangelien gelesen und dann den Römerbrief. Und dann die Paulusbriefe. Und dann habe ich gedacht, oh, die Paulusbriefe, die sind aber wirklich schwer zu verstehen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, die Evangelien auch. Und vielleicht sogar noch schwieriger, weil die Evangelien manchmal, gerade die Reden Jesu, eine tiefere Bedeutungsebene haben als die, die man zunächst vor Augen, augenscheinlich vermuten sollte. Ja? Jesus hat da oftmals viel tiefere Gedanken transportiert, als man das am Anfang denken würde. Und das ist insbesondere so bei den Himmelreichsgleichnissen. Diese Formulierung Himmelreich, die findet man schon relativ früh im Matthäusevangelium. Und zwar steht in Matthäus 3, Vers 1, zu der Zeit kam Johannes der Täufer. Das ist also ganz am Anfang, noch vor dem Dienst Jesu. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach, tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, er bezieht sich also auf alttestamentliche Vorhersagen, und hat gesprochen, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Also ein Mann, der sehr bescheiden und ärmlich gelebt hat. Ja, der hatte also keine feinen Kleider an, keine weichen Kleider, sondern Kleider aus Kamelhaaren. Das sind sehr raue Kleidung, die daraus nur gewebt werden kann. Und er hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen, so hat er sich ernährt. Aber der Johannes war jemand, der in der Wüste gelebt hat und dort gewartet hat, bis Gott ihm den Auftrag gibt, den Gott im Propheten Jesaja 800 Jahre vorher schon festgelegt hat. Und als die Zeit kam, da tritt Johannes der Täufer auf und predigt in der Wüste und spricht, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der König der Himmel kommt, Jesus kommt. Das war die Aufgabe von Johannes dem Täufer, das war der Herold des Königs, des Davidsohnes, der kommen sollte, um sein Reich aufzurichten. Ja? Und auch Jesus später hat vom Himmelreich gesprochen, in Matthäus 4, Vers 17 steht, von der Zeit dann fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die Juden, viele der Juden haben darauf gehört, viele sind zu Johannes gekommen, haben sich von Johannes taufen lassen in der Wüste, haben Buße getan für ihre Sünden, um sich vorzubereiten auf dieses Himmelreich, das kommen sollte und in Jesus Christus anbrechen sollte. Als Jesus dann von den Pharisäern und Schriftgelehrten abgelehnt wird, den Römern überantwortet wird und gekreuzigt wird, da hat das Himmelreich eine ganz andere Ausprägung angenommen. Da geht es nach der Auferstehung Jesu und insbesondere nach Pfingsten, nachdem Gottes Geist ausgegossen war, nicht mehr um ein irdisches Reich, das Jesus aufgerichtet hätte, sondern jetzt geht es tatsächlich um ein Himmelsreich mit einem Himmelsvolk, das ist die Gemeinde Jesu. Die ist zwar in der Welt, aber die ist nicht von der Welt. Die gehört auch nicht einem bestimmten Volk an, also weder dem Volk Israel noch anderen Nationen, sondern alle die, die an Jesus Christus glauben, die gehören diesem himmlischen Volk an. Das ist etwas anderes, das hat mit den irdischen Ethnien überhaupt gar nichts zu tun. Wer an Jesus Christus glaubt, gehört zu diesem himmlischen Reich dazu. Der gehört auch in den Himmel, weil der vom Himmel herab gezeugt ist. Jesus sagt mal zu Nikodemus,
Niemand fährt hinauf gen Himmel, der nicht zuvor von oben herabgekommen ist. Ja? So wie Christus vom Himmel herabgekommen ist und in den Himmel aufgefahren ist, so werden auch wir in den Himmel auffahren. Warum? Weil wir von oben herab durch Gottes Geist gezeugt worden sind. Und zwar, ob wir Juden sind oder ob wir nicht Juden sind, spielt dabei gar keine Rolle. Die Nationalität, die irdische Nationalität, die spielt keine Rolle mehr, das ist vorbei. In Christus gilt das alles nicht mehr. Ja, ob Knecht oder Freie oder Sküte oder Jude oder Grieche, sagt Paulus, das spielt alles gar keine Rolle mehr, das ist vorbei. Ja, es geht um das Himmelsreich und es geht um diese himmlische Gemeinde Jesu. Wenn die Entrückung gewesen ist, dann kommt Jesus Christus wieder und dann wird er König der Welt. Dann wird er sein irdisches Reich aufrichten. Dieses Reich Jesu Christi, das hat damals Aufschub erlitten. Ja, Jesus kam als Sohn Davids, wurde angekündigt von Johannes dem Täufer als seinem Herold. Und wenn die Juden ihn angenommen hätten, dann wäre Jesu Christi tausendjähriges Friedensreich angebrochen. Das ist schwer für uns zu verstehen, weil wir von den Paulusbriefen geprägt sind. Aber wenn wir die Evangelien lesen, dann müssen wir mehr aus dem Alten Testament denken, statt aus dem Neuen Testament. Jesu Kommen war die Erfüllung dessen, was in den Propheten vorhergesagt war. Auch das Kommen von Johannes dem Täufer war eine Erfüllung dessen, was hier speziell in Jesaja vorhergesagt worden war. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige. Beide sind Erfüllungen aus dem Alten Testament. Und wenn man's eng nimmt, dann müsste man sagen, die Evangelien gehören eigentlich noch zum Alten Testament. Denn Jesus war unter das Gesetz getan. Jesus musste das Gesetz des Mose erfüllen. Und weil er das Gesetz des Mose erfüllt hat, war er ohne Sünde und konnte ohne Sünde auch nach Golgatha gehen und dort für unsere Sünden sterben, weil er musste nicht sterben für seine eigenen Sünden, sondern er konnte sterben für unsere Sünden. Das ist die Art und Weise, wie die Erlösung funktioniert. Ja? Jesus konnte nur auferweckt werden, wenn er ohne Sünde war. Hätte Jesus eine Sünde getan, hätte Gott ihn nicht auferwecken können. Weil Jesus aber auferweckt wurde vom Vater, geht daraus hervor, zwingend hervor, dass Jesus nicht gesündigt hat. Denn sonst hätte er im Tod bleiben müssen, weil der Tod ist der Sünde Sold. Wenn aber Jesus auferweckt wurde vom Vater, steht auch in Psalm 18 zum Beispiel, könnte man nachlesen, dann gibt Gott damit zu erkennen, dass Jesus den Tod nicht verdient hatte. Warum? Weil er ohne Sünde war. Weil Jesus aber trotzdem den Tod erlitten hat und die Höllenfahrt erlitten hat, hat er mehr geleistet für sich selbst, für sein eigenes Heil, als nötig gewesen wäre. Und da ist Platz für uns. Ja, Jesus Christus ist also gestorben, obwohl er den Tod nicht verdient hat. Und deswegen ist er gestorben an unserer Stadt. Für sich selber hätte er nicht sterben müssen. Er hätte jederzeit mit seinem Leib auffahren können in den Himmel und beim Vater sein für immer. Das wäre nicht das Problem gewesen. Jesus konnte aber auch nicht beten, Vater, vergib mir. Das konnte Jesus nicht beten. Jesus war unter das Gesetz getan, Galaterbrief. Ja, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Deswegen ist das, was über Jesus berichtet wird in den Evangelien, eng genommen eigentlich noch Altes Testament. Die Apostelgeschichte ist eigentlich der Flur, der Übergang vom Alten Testament ins Neue Testament, auch dann zu dem paulinischen Evangelium, ja, was wir kennen. Aber wenn wir hier lesen von Johannes dem Täufer und in den Evangelien uns bewegen, dann müssen wir eigentlich aus dem Alten Testament herausdenken und uns auf die Prophetien aus dem Alten Testament beziehen und daran erinnern, weil die werden hier erfüllt, so wie auch steht in Matthäus 3, er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht richtig seine Steige. Das war die Aufgabe von Johannes dem Täufer, das Königreich vorzubereiten für den König, der kommt. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus ablehnen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, da ändert sich sein Dienst. Danach sagt er dann, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er schränkt das nicht mehr ein nur auf Israel, sondern er macht das universal. Alle, die mühselig und beladen sind, sollen zu Jesus Christus kommen, sollen an ihn glauben und er will sie erquicken. Ja, da ändert Jesus seinen Dienst
vom Königreich hin zum Priestertum. Nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt ist Jesus Christus unser hoher Priester. Aber er ist noch nicht König der Welt. König der Welt wird er kommen, wenn die Gemeinde entrückt ist und kurz vor dem tausendjährigen Reich, weil mit seinem Kommen das tausendjährige Königreich Jesu Christi beginnt, dann ist er Priester und König nach der Weise Melchisedeks. Dann ist, wenn das tausendjährige Reich anbricht, dann ist er auch König. Ein Königpriester. Melech Zadok, da haben wir öfters von gesprochen, ja. Melech für König und Zadok für Priester. Ein Priesterkönig, ein ewiger Priesterkönig nach der Weise Melchisedeks. Er ist das jetzt schon von seiner Stellung her, aber das Königreich einnehmen wird er erst, wenn er wiederkommt auf den Ölberg, so wie er vom Ölberg aufgefahren ist in den Himmel, so wird er dort auch wieder herabkommen und dann als König, dann zum Gericht, ja. Und dann, um sein Königreich auch aufzurichten, was zur damaligen Zeit Aufschub erlitten hat. Jesus beauftragt auch die Jünger, das Himmelreich zu verkündigen. Denn er sagt in Matthäus 10, Vers 7, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Damals galt das für das Königreich Jesu. Wenn man das auf die heutige Zeit übertragen würde, dann müsste man auch sagen, das Himmelreich Jesu ist erneut zum zweiten Mal nahe herbeigekommen. Denn diese irrsinnigen Zeiten, die wir hier erleben, die deuten darauf hin, dass die Welt in einem kompletten Auflösungsprozess begriffen ist. Ja? Und es ist gut für uns, dass wir unser Haus auf den Felsen gebaut haben, auf Jesus Christus. Denn wenn die Wasser kommen und wenn der Sturm kommt und wenn der Wind weht, dann wird das Haus, das auf Christus gebaut ist, nicht wanken. Das ist auf einen Felsen gegründet. Und das ist das Schöne, dass wir Hoffnung haben im Evangelium, auch in so Zeiten wie heute. Da müssen wir festhalten dran. Deswegen müssen wir uns immer wieder auch rückversichern und festmachen, unseren Glauben festmachen im Wort Gottes. Ja, das ist das Wichtige und das Wertvolle auch, wenn wir über Gottes Wort nachdenken. Also Jesus selber hat auch die Jünger beauftragt, Matthäus 10, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber er sagt den Jüngern auch, was ihnen geschehen wird. Er sagt ab Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten vor ihre Rathäuser und werden euch geißeln in ihren Schulen, in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen um meinetwillen, zum Zeugnis über sie und über die Heiden. Das ist die Aufgabe Jesu Christi. Das war sie schon immer. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu Christi seit 2000 Jahren. Von Jesu Reich, von Jesu Rettung, von Jesu Segen und Heil zu sprechen in der Welt und für diese Botschaft zu leiden, Mangel zu leiden, Widerstand zu leiden, und überantwortet zu werden für die Rathäuser und zum Teil auch gegeißelt werden in ihren Schulen. In ihren Schulen. Im Griechischen steht hier in ihren Synagogen. Aber auch in christlichen Schulen, in christlichen Zeiten war auch immer eine abgefallene Christenheit da, die erstaunlicherweise, so wie Jesus sagt, immer wieder auch die wahren Christen gegeißelt hat in ihren Schulen. Also das ist schon stark. Ja, diesen Schulen sollte normalerweise Gottes Wort verkündigt werden, ja, von Gottes Liebe zu den Menschen. Und hier werden Menschen gegeißelt. Das ist schon hart. Also Jesus lässt die Jünger überhaupt nicht im Unklaren darüber, wie ihr Auftrag sein wird. Ja. Und das ist auch wichtig, heute das zu sagen bei allen Christen, die im Evangelium unterwegs sind. Es ist nicht so, dass wir ein erfülltes Leben leben oder ein gelingendes Leben leben, sondern unser Auftrag ist, Christus darzustellen und mit Christus zu leiden. Das findet man durch die ganze Bibel. Und es ist sträflich, dass das heute in den Predigten so vernachlässigt wird, dass viele Christen von ihrem Glauben eine ganz falsche Vorstellung haben, ein falsches Gottesbild haben, eine falsche Vorstellung von der Führung Gottes, so als ob Jesus sie aus allen Unbilden und aus allen Problemen raushalten würde. Das ist nicht der Fall.
Das kann Gott tun und das hat Gott auch immer wieder getan. Ja? Gott kümmert sich ganz besonders um seine Leute. Aber er sagt uns auch ganz offen, dass das Evangelium, das wir predigen, dass das Widerstand erleiden wird. Und deswegen sagt er, seid klug. Seid ohne falsch, aber seid auch klug. Auch in so Zeiten wie heute. Auch in so Zeiten, wo das Evangelium dermaßen stark eingeschränkt wird, wie ich das noch nie erlebt habe. Ja? Dass keine Treffen mehr möglich sind, keine Versammlungen mehr möglich sind, dass man nicht mehr singen darf. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, wehe der Welt, wenn die Christen nicht mehr singen. Und jetzt ist das soweit. Ja? Seid klug in dem, was ihr tut. Lasst uns klug sein. Ich sage meinen Kindern auch immer, seid klug. Dumm sind schon die anderen. Ja? Jesus sagt auch, seid geistlich klug. Klug wie die Schlangen und ohne falsch. Wie die Tauben. Diese Balance zu halten, das ist oft schwierig. Das ist oft schwierig. Oft muss man warten können, oft muss man zurückhaltend sein, man muss geduldig sein, man muss über Dinge beten, man muss die Dinge vorher vielleicht für sich selber auch irgendwo klären, bevor man diese Entscheidungen trifft. Und wir werden in einer Zeit sein und kommen in eine Zeit und sind da ja auch schon drin, wo unser Glaube ganz konkret geprüft werden wird. Die Geschwister aus dem Osten, aus Rumänien, aus der Slowakei, aus Russland, die Russlanddeutschen, die kennen das noch. Die in der DDR im Glauben gewesen sind, die kennen das noch. Wir im Westen kennen das nicht. Für uns ist so eine Situation wie heute neu. Die ist für die ganze Welt neu. Ja? Aber die hat natürlich auch Einfluss auf Gottesdienste, auf die Möglichkeit der Verkündigung, auf die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben untereinander. Das ist schon eine irrsinnige Zeit, in der wir leben. Und in diese Zeit hinein ruft Jesus zu uns auch, seid klug. Seid klug wie die Schlangen. Klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen, dass ihr diese Balance habt. Und ich bete für mich auch, dass ich diese Balance finde und habe. Ja, die brauchen wir, diese Weisheit. Wir brauchen kluge Brüder, wir brauchen kluge Schwestern, die kluge Ideen haben und gute Ideen haben, um das Evangelium Jesu trotzdem weiterzubringen, auch in so Zeiten wie heute. Vielleicht gerade in so Zeiten wie heute. Also Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch überantworten vor ihre Rathäuser, politisch, und werden euch geißeln in ihren Schulen, theologisch. Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen. Warum? Um meinetwillen, weil sie an Jesus glauben. Das ist der Grund, warum sie vor Fürsten und Könige geführt werden und dort verurteilt werden sollen. Aber es wird ein Zeugnis sein über sie und über die Heiden, über die Juden und über die Nichtjuden, über alle Welt werden wir zum Zeugnis werden. Wird ihre Reaktion auf unser Wort und auf unser Evangelium ihnen zum Zeugnis werden, zum Heil oder zum Gericht? Ja? Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und es wird so sein, dass es Ärgernis geben wird. Und es muss sogar so sein, dass es Ärgernis geben wird, sagt Paulus auch, damit die Gerechten offenbar werden. Und einige Verse weiter, das ist dann im Kapitel 11, Vers 20, da steht von Jesus, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen am meisten seiner Taten geschehen waren und hatten sich doch nicht gebessert. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida. Während solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, wie bei euch geschehen sind, sie hätten vor Zeiten im Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am jüngsten Gericht. Jesus spricht also hier schon vom jüngsten Gericht, vom Ende, vom absoluten Ende. Obwohl er doch gerade erst seine Jünger ausgesandt hatte, ja, dass sie vom Himmelreich verkündigen sollten in Israel. Und hier ist ein Sprung schon in die letzte Zeit, sogar bis zum jüngsten Gericht. Es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am jüngsten Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, sie stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Sodomer Lande erträglicher gehen am jüngsten Gericht als dir. Sodom, das liegt am Toten Meer. Wenn man da vorbeifährt, da riecht's heute noch nach Schwefel.
von diesem Gericht, was Gott über Sodom hat kommen lassen. Wenn ihr nach Israel fahrt und fahrt am Toten Meer entlang, dann riecht es plötzlich nach Schwefel. Und das ist dieser Schwefelstaub, dieser feine weiße Schwefelstaub, der dort noch übrig ist von der Stadt Sodom, von diesem Gericht, das Gott über Sodom hat kommen lassen. Und er sagt, es wird Tyrus und Sidon und Sodom erträglicher gehen am jüngsten Gericht als euch. Es wird dem Sodomer Land erträglicher gehen am jüngsten Gericht als dir. Das ist heftig. Ja, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen am meisten seiner Taten geschehen waren und hatten sich doch nicht gebessert. Weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, weh dir Berlin, weh dir Washington, wehe dir Moskau, wehe dir Paris, wehe dir Rom. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und das geht nicht nur für die Juden damals. Das gilt für uns heute, für eine abgefallene Christenheit, die dieses Wort Gottes verlässt. In diesem Umfeld bewegen wir uns als ein Überrest dessen, was von der Gemeinde Jesu noch übrig geblieben ist. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Schar, denn es hat eurem Vater im Himmel gefallen, euch das Himmelreich zu geben. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Seid klug wie die Schlangen, seid ohne Falsch wie die Tauben. Das ist, wie soll man sagen, die Vorrede dessen, was man gedanklich ein bisschen sich nahe bringen muss, wenn man sich mit den Himmelreichsgleichnissen beschäftigt. Denn nach diesem Tadel Jesu über die Städte, 5 Verse nur weiter, da steht, zu der Zeit antwortete Jesus und sprach, ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Das ist wichtig für uns zu wissen. Alle Dinge sind Jesus in die Hand gegeben und wir stehen auch in seiner Hand. Und in dem Glauben, in der Gewissheit, in dem Glaubenstrotz dürfen wir unser Leben auch leben. Hier auf Erden, hier in unserer Zeit, hier in den Krisen, mit denen wir zu tun haben, ob das dieser Mikrobe ist, ja, oder was auch immer da noch kommen mag, auf uns zukommen mag. Alle Dinge sind Jesus übergeben und wir stehen in seiner Hand und sollen die Zeit nutzen, die uns gegeben ist, fürs Evangelium. Ja, Vater, denn also ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und in diese private Gemeinschaft zwischen dem Sohn Jesus Christus und dem Vater im Himmel sind wir als Gemeinde Jesu engstens mit hineingenommen und hören und bekommen Nachricht aus seinem Wort Gottes, wie die Zeiten heute sind, ob wir auch hören, wie nah das Himmelreich ist, ja. Denn niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn und wem es der Sohn will, offenbaren. Das sind alle die, die an Jesus Christus glauben, die Hände falten, die beten und sagen, Jesus, gib mir Licht für dein Wort, die Bibel lesen, die Bibel hören, die in der Predigt hören vom Evangelium, die bekräftigt und befestigt werden in diesem Wort, in dem steht, haltet durch, haltet fest die Krone, die euch gegeben ist, ja, haltet fest an diesem Wort, damit niemand euch diese Krone wegnehme. Das ist das Evangelium, was uns gegeben ist. Ja. Nehmet auf euch mein Joch. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ist das nicht schön, dass Gott so ist? Sanftmütig und von Herzen demütig? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist eine schöne Verheißung, auch in so Zeiten wie jetzt. Haltet fest an diesem Wort Gottes. Gott ist in Christus sanftmütig und von Herzen demütig. Gott hört schnell, wenn seine Kinder rufen. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gerade in so verworrenen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt sind wir kurz vor den Himmelreichsgleichnissen. Wir haben jetzt kurz verstanden, worum es geht bei dieser Beschreibung, was diese Bezeichnung heißt, Himmelreich, ja, dass das damals sich auf das Reich Jesu Christi auf Erden bezog und dann wechselt in diese Beschreibung eines Himmelsreiches, das Jesus Christus hat, das er in seiner Gemeinde hat, aber das auf Erden noch nicht
angebrochen ist. Ja? Und wir haben jetzt die Gerichtsreden Jesu gehört über Chorazin und über Bethsaida und dass es Sodom am jüngsten Tag gnädiger gehen werden wird als diesen Städten und als Kapernaum, die vom Evangelium gehört haben und nicht gehört haben. Ja? In Vers 12 und folgende geht es dann um die Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Dann geht es um die Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und danach schließt Jesus die Sache ab. Denn nachdem die Pharisäer und Schriftgelehrte gesagt haben, dass Jesus den Teufel hat, ja, und dass er den Teufel mit Beelzebub austreibt, da schließt Jesus die Sache endgültig ab. Das ist die Lästerung des Geistes. Da lästern sie den Sohn Gottes und sagen, der Jesus Christus ist der Teufel. Und damit schließt Jesus die Sache ab. Beendet seine Lehre dem Volk Israel gegenüber, den Pharisäern gegenüber, den Schriftgelehrten gegenüber und redet dann nur noch in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und danach spricht Jesus nur noch in diesen Himmelreichsgleichnissen, die nur noch seine Leute verstehen. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn Jesus jetzt in Kapernaum am See Genezareth auf dem Boot war und gepredigt hat und die Leute sind am Land und hören ihm zu oder wenn er auf dem Berg geredet hat, bei der Bergpredigt, dann hätte man eigentlich erwartet, dass Jesus vom Gesetz redet und das Gesetz auslegt. Das tut er zu Beginn auch in der Bergpredigt. Ja? Er redet ja da auch vom Gesetz und macht das Gesetz so eng und so streng und so hart, dass er sagt, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Wer zu seinem Bruder sagt, er wäre ein Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Das heißt, da nimmt Jesus Gebote aus dem Alten Testament und macht die so scharf und so hart und wendet die bis ins Herzen der Zuhörer an, dass jedem klar sein musste, dass er aus eigener Anstrengung und aus dem Halten des Gesetzes niemals gerecht werden kann vor Gott. Und damit treibt Jesus die Menschen mit dem Gesetz und mit der Auslegung des Gesetzes hin zu Golgatha. Er macht sie bereit für das, was er auf Golgatha tun wird. Ja? Sodass, als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, diese Rede in ihnen noch nachklingen soll und dass sie wissen sollen, dass das Gesetz nicht nur die Tat meint, sondern das Herz angeht. Und dass sie sagen, ein Glück, Jesus ist gestorben für mich. Ich glaube gern an das, was Gott auf Golgatha in Christus getan hat. So bereitet Jesus in der Bergpredigt die Menschen vor auf das, was er auf Golgatha tun würde, dass sie sein Opfer auf Golgatha annehmen können. Aus dem Gesetz Mose heraus. Aber jetzt, wenn er hier steht und redet zu dem Volk in Gleichnissen, dann redet Jesus nicht mehr über die Gebote vom Sinai. Dann redet er nicht mehr vom Gesetz des Mose. Dann redet er von Landwirtschaft, vom Säen, vom Ernten, von Samenkörnern, die aufgehen, vom Fischen, von Leuten, die Schätze in einem Acker finden. Und die Zuhörer sagen, was soll das denn? Das ist so, als ob Jesus heute reden würde vom Einkaufen oder wie man ein Auto repariert oder wie man einen Wasserhahn repariert oder wie man Essen macht oder wie man arbeitet, ja, wo man sagt, das hat doch mit der Predigt gar nichts zu tun, das ist gar kein theologischer Inhalt. Und so redet Jesus hier über diese Gleichnisse und über dieses vierfache Ackerfeld und das Senfkorn, das aufgeht, wo Vögel dann in dem Baum drin sitzen, die da nicht reingehören. Und die Leute sagen, was ist das denn? Die haben das nicht verstanden. Das war wie eine törichte Rede. Die hören von dem vierfachen Ackerfeld, das, wenn man aussät Weizen auf einen Acker, dass da mal auch Unkraut drunter sein kann. Die hören von einem kleinen Senfkorn, was gesät wird. Die hören von einem Sauerteig, vom Backen, ja, von einem Sauerteig, der unter Mehl gemengt wird, von jemandem, der einen Schatz findet im Acker. Also ganz seltsame Dinge, die Jesus hier sagt. Sachen, die Zuhörer so nicht erwartet hätten. Die haben gedacht, da ist jetzt ein großer Rabbi und der lehrt uns jetzt über die 10 Gebote oder über die Gesetze des Mose oder zeigt uns, wie wir ins Himmelreich kommen können. Ja? Und die Pharisäer stehen auch da mit kritischem Geist und hören nur, wo er irgendeinen Fehler macht in dem, was er sagt, wo irgendwas falsch ist, irgendetwas nicht in ihre Theologie reinpasst, wo sie ihn fangen können in seinen Worten. Und Jesus entzieht sich dem komplett und redet nur noch in Gleichnissen aus dem Alltag, aus der Landwirtschaft, vom Backen, vom Fischen, sodass die Leute nicht mehr verstehen können, worum es geht und die tiefere Bedeutung auch nicht erkennen können.
Die Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die beginnt in Matthäus 12. Danach kommt die Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und danach schließt Jesus die Verkündigung an sein Volk ab. Danach verwirft Jesus, der Messias Israels, der König Israels, verwirft sein Volk und redet nur noch in Gleichnissen. Wie ist das gekommen? Matthäus 12 steht, zu der Zeit ging Jesus durch die Saat am Sabbat und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und aßen. Das ist jetzt Kapitel 12. In Kapitel 13 fangen die Himmelreichsgleichnisse an. Das ist jetzt der Vorlauf eigentlich zu den Himmelreichsgleichnissen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was sich nicht ziemt, am Sabbat zu tun. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, da die mit ihm waren hungerte, wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemte zu essen, noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld, weil die am Sabbat ja arbeiten, ja, die machen ja Priesterdienst dort, die opfern, ja, aber sagt er, im Gesetz steht doch auch, dass die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Weise. Er antwortet ihnen mit ihrem eigenen Gesetz. Ich sage aber euch, dass hier der ist, der auch größer ist, denn der Tempel. Das heißt, Jesus geht mit seinen Jüngern durchs Feld und die haben Hunger und raufen die Ähren aus und essen die Ähren. Schönes Mittagessen, oder? Schönes Frühstück. Ohne Marmelade, ohne Butter, ohne Kaffee. Ein paar rohe Ähren essen die und raufen die aus. Und die Pharisäer stehen daneben mit verschränkten Armen und sagen, oh, 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 das ist aber nicht erlaubt. Am Sabbat. Wie könnt ihr denn am Sabbat hier Ähren abpflücken? Das fällt ja unter Ernte. Das heißt, Ernte heißt Arbeit. Das heißt, ihr arbeitet ja am Sabbat. Ja, jetzt haben wir euch aber erwischt. Diese schmatzende Selbstzufriedenheit, die da am Feldrand steht mit verschränkten Armen und nichts Besseres zu tun hat, als das den Jüngern und dem Herrn Jesus entgegenzurufen. Also das ist schon ärmlich. Das ist schon billig. Ja? Warum haben die nicht gesagt, habt ihr Hunger? Dann kommt mit, ich lade euch ein zu mir nach Hause. Ich habe Brötchen, ich habe Marmelade, ich habe Butter, ich habe einen guten Kaffee für euch. Habt ihr Hunger, dann kommt. Machen die nicht. Die stehen daneben und sagen, ja, das ist aber jetzt gegen den Sabbat. Merkt ihr, wie kaltherzig das ist? Wie töricht das ist? Und diese eisgekühlten Bescheidwisser, die sind bis heute nicht ausgestorben. Die findet ihr heute auch noch, vor allem in der Theologie. Leute, die immer alles besser wissen. Ja, die immer am Feldrand stehen und sagen, ja, das müssen wir aber so machen oder müssen wir so machen. Das ist ein Riesenjammer. Ein Riesenjammer und ein Riesendesaster. Und das beschreibt die Bibel hier mit sehr kargen Worten. Und Jesus antwortet ihnen sehr weise. Ja? Und sagt, habt ihr nicht gelesen, dass David, als er Hunger hatte, ins Heiligtum gegangen ist und dort Schaubrote bekommen hat von dem Priester? Ja? Welche Freimütigkeit muss der Priester damals gehabt haben, dass er dem David aus dem Heiligtum heraus die Schaubrote gab? Die waren doch eigentlich für den Gottesdienst bestimmt. Das ist ja so, als ob heute ein Landstreicher in die Kirche kommt und sagt, ich habe Hunger. Und der Priester, der geht hinten in die Sakristei und holt aus der Monstranz die Abendmahlbrote, die Oblaten und gibt die dem zu essen. Der hatte selber nichts mehr. Der Priester damals unter der Zeit Sauls, der hat selber gehungert. Warum? Weil der Saul und das Volk so gottlos war, dass niemand mehr in den Tempel gegangen ist und für den Priester gesorgt hat. Der Priester hatte kein Brot mehr, ja? Der musste dem das Brot aus dem Tempel geben, die Schaubrote dem David geben, ja? Aus der Stiftshütte damals noch. Und dieser Priester hat diesen Glaubensfreimut, das zu tun. Der hätte ja auch sagen können, oh, ich habe zwar selber nichts, aber das kann ich dir nicht geben, ja? Sondern der weiß, dass Gott barmherzig ist. Dass Gott freundlich ist, dass die Leute Hunger haben und dann gibt er ihnen, was er hat. Ich habe großen Respekt vor solchen Leuten. Ich habe absoluten Respekt vor solchen Leuten. Ja, ich mag die sehr und ich suche die, die diese Art des Glaubens haben. Und da seht ihr schon, diese Leute gab es auch im Alten Testament. Ja, also das ist was Schönes. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, da die mit ihm waren hungerte, wie er in das Gotteshaus ging und aß die Schaubrote, die ihm doch nicht ziemten zu essen? Noch denen, die mit ihm waren, sondern allein den Priestern. Aber David war auf der Flucht. Ja, David war auf der Flucht, weil er ein Mann Gottes war. Und dieser Sheolsmann, dieser Saul, der war hinter ihm her. Und Gott hat ihm das von Herzen gegönnt. Gott braucht die Schaubrote nicht im Tempel. Gott gehört alle Welt. Aber wenn sein Mann David unterwegs ist und Not hat, gibt Gott. Er macht eine Tür auf. Er gibt eine Möglichkeit für seinen David. Und für seine Leute. Und so ist heute immer noch. Das ist heute immer noch. Ich finde das schön, ja.
Und dann steht Vers 12, und er ging von da weiter und kam in ihre Schule. Und siehe, da war ein Mensch, der hat eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist's auch recht, am Sabbat zu heilen? Also die haben praktisch Jesus da so hingeschoben, hinbuxiert. Die haben gesagt, wir haben schon gehört, dass du da auf dem Feld warst und am Sabbat hier geerntet hast. Also wir haben, glaube ich, da langsam was gegen dich, ja? Ist's auch recht, am Sabbat heilen? Auf dass sie eine Sache gegen ihn hätten. Die wollen ihn in eine Falle locken. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, wenn er ein Schaf hat, das ihm am Sabbat in eine Grube fällt, der es nicht ergreife und aufhebe? Wie viel besser ist nun ein Mensch denn ein Schaf? Er sagt, ihr selber macht es doch auch. Wenn es euch ans Portemonnaie geht, weil euch ein Schaf in den Brunnen fällt, dann holt ihr das doch auch raus am Sabbat, oder? Also er packt sie gerade dort, wo es ihnen auch wehtut und hält ihnen ihre eigenen Handlungen vor. Wie viel besser ist nun ein Mensch denn ein Schaf? Darum mag man wohl am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie ward ihm wieder gesund, gleich wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten einen Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Was für ein jämmerliches Volk. Was für ein jämmerliches, verhärtetes, herzloses, kaltes Volk die Pharisäer waren, oder? Und wie schön, dass Jesus das geradezu provoziert. Der heilt den absichtlich am Sabbat und sagt, am Sabbat soll man Gutes tun. Ja? Und natürlich die berufsmäßigen Heiler, die heilten dann am Sabbat nicht. Ja? Und so haben die Juden viele Vorschriften gehabt. Und während der Christenzeit gab es auch eine Menge Vorschriften. Weil das Gesetzeswesen, das gab es nicht nur im Alten Testament, das gibt es auch bei den Christen. Ja? Das hat sich in 2000 Jahren auch immer noch gehalten. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ein russlanddeutscher Bruder hat gesagt, der Pharisäer ist noch nicht ausgestorben. Ja? Und so ist heute auch. Diese Balance zu haben, Sünde zu benennen und auch nicht zu dulden und gleichzeitig doch im Wesen Gottes und im Wesen Christi zu entscheiden und manchmal auch 5 Grade sein zu lassen. Klug zu sein wie die Schlangen und gleichzeitig ohne falsch wie die Tauben. Das ist die Kunst des Glaubens. Das ist der Wandel, den Gott von uns will. Nicht das Gesetz zu tun in eiskalter Perfektionierung, sondern im Wesen Christi zu sein. Darum geht's. Und dann steht Vers 38, Matthäus 12, 38, da antworteten etliche unter den Schriftgelehrten, jetzt kommen die Schriftgelehrten auch dazu, ja, da antworteten etliche unter den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, die böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen. Das ist schon heftig. Das sagt er ihnen geradeaus ins Gesicht. Ihr seid eine böse und ehebrecherische Art und ihr sucht ein Zeichen. Da gehört Mut zu. Da gehörte damals Mut zu und da gehört auch heute Mut zu. Und manchmal muss man das tun. Dass man jemandem ganz gerade ins Gesicht sagt, was er da tut. Wie er ist. Wie er sich verhält. Und was er macht. Das gehört auch zum Evangelium dazu. Das kann auch Gottes Wort an einen Menschen sein. Ja? Wohl dem, der den Mut auch dazu hat. Die böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen und es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona war 3 Tage und 3 Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte mitten in der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht. Schon wieder, da geht es um die Endzeit, da geht es ums Gericht, um das Endgericht über das Volk Israel und über die ganze Welt. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht, mit dieser Generation, die damals vor ihm stand. Und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Hier ist mehr als der Prophet Jona. Hier ist der göttliche Prophet, hier ist Gottes Sohn. Die Königin von Mittag, Königin von Saba, wird auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht, mit diesen Leuten, die damals vor ihm standen. Und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo, der prächtigste König, der in Israel jemals regiert hat, der weiseste König, der jemals in Israel regiert hat. Siehe, hier ist mehr als Salomo, siehe, hier ist mehr als Jona, hier ist Christus. Hier ist Jesus Christus, der Messias, Gott im Fleisch geoffenbart. Und siehe, hier ist mehr als Salomo.
Hier ist mehr als Jona. Wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwallt er dürre Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Da spricht er denn, ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus gegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. So geht er hin und nimmt zu sich 7 andere Geister, die ärger sind denn er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie all da. Und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, denn es zuvor war. Also wird es auch mit diesem argen Geschlecht gehen. Und dann werfen sie ihm nachher vor, dass er den Teufel mit dem Beelzebub austreibt. Und danach redet Jesus in Gleichnissen, in Himmelreichsgleichnissen, die eine ganz spezielle Ausprägung haben. In dieses Geheimnis des Himmelreichs, in dieses Geheimnis der Himmelreichsgleichnisse, da schauen wir in der nächsten Folge rein. Wenn ihr dann Zeit habt einzuschalten, freue ich mich sehr. Vielleicht, was ich nicht glaube, aber hoffe, gibt es bis dahin ja vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns wieder sehen, worüber ich mich sehr freuen würde. Einstweilen wünsche ich euch Gottes Segen, Gesundheit, viel Kraft, Glaubenstrotz, viel Segen von Gott, viel Licht von Gott, viel Weisheit von Gott, ohne zu sein wie die Schlangen und ohne falsch zu sein wie die Tauben. Ja, dazu segne euch Gott. Danke fürs Einschalten. Euch alles Gute, Gottes Segen. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen. Ja, ich denke oft an euch. Ja, und ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, ihr seid schon was Besonderes dort. Ich lasse das mal anonym, weil das auch ins Internet geht. Ja, ihr wisst warum. Gottes Segen euch. Alles Gute. Grüßt auch die, die bei euch sind, die Verantwortung für euch haben. Lasst uns beten füreinander in der Zeit, in der wir sind. Betet für mich. Ich will beten für euch. Wir bleiben im Glauben und im Geist und im Gebet miteinander verbunden. Ich grüße euch sehr herzlich. Alles Gute euch und bis bald.